verleihe ich die Pro Musica Plakette als Auszeichnung für die langjährigen Wirken, erworbenen Verdienste um die Pflege des instrumentalen Musizierens und damit um die Förderung des kulturellen Lebens. Berlin, der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Herzlichen Glückwunsch. Und bei den Fußballern heißt das jetzt immer, hier ist das Ding. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin stolz und froh, dass wir 100 Jahre Musikvereinsgeschichte hier im Barkum begehen konnten. Unter anderem mit dem Abschluss dieses Kirchenkonzertes. Aufgrund der Geschichte habe ich auch versucht herauszustellen, wie bedeutsam die Kirche für uns eigentlich immer auch schon war. In all den Zeiten der 100 Jahre, die wir hinter uns gebracht haben, mit allen, die diesen Verein getragen haben, gefördert haben, unterstützt haben, zugehört haben. Das ist etwas, wo ich sehr stolz drauf bin. Das war auch der bewegende Grund zu sagen, für diese 100 Jahre, nicht für mich, sondern für den Verein, für das Orchester, habe ich in Erfahrung gebracht, dass es diese Plakette gibt. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, welcher riesen Umfang dazu gehörte, so wie der Bürgermeister Tobias Arweig es auch bedeutsam dargestellt hat. Das Musikprogramm heute hat einen roten Faden. Es geht eigentlich um Vertrauen. Darum haben wir in den Mittelpunkt die Geschichte von Abraham gestellt, der ja ein großes Vertrauen in seinen Gott hatte und von Gott berufen wurde, etwas ganz Neues zu machen. Eingerahmt haben wir das Konzert natürlich dem Feiertag entsprechend in den Volkstrauertag. Darum haben wir auch am Schluss ein sehr schönes Abendgebet gespielt und haben alle Verstorbenen, nicht nur die Kriegstoten, alle Verstorbenen mit eingebunden in unsere musikalische Aussage.